Hallo Freunde, heute ist unser letzter voller Tag auf Bali. Wir sind gerade in Sanur im Süden Balis, in der Nähe vom Flughafen. Und wir sind schon seit 2 Tagen da und die letzten 2 Tage waren recht inaktiv. Und da sie so inaktiv waren, habe ich mir jetzt gedacht, ich probiere mal was aus, was ich noch nie gemacht habe. Und das ist Stand-Up-Paddling. Schau mal, wie das anstrengend ist. Schau mal, wie viel Spaß das macht. Schau mal, ob das überhaupt was für mich ist. Vielleicht wird es ein neues Hobby in Deutschland. Wer weiß. Deswegen habe ich mir jetzt für eine Stunde hier was gemietet und jetzt geht los. When you stabil already, you can stand up. Yeah. If you want flat, just like this. Yeah. Das unbeholfen. Ich bin jetzt weiter hinter rausgeschwommen und da ist es ein bisschen welliger. Und da fällt es mir wirklich schon schwerer, Gleichgewicht zu halten. Also da muss ich kämpfen. Hier vorne geht es ja noch, weil wir hier so eine Art Bucht haben. Ich merke gerade, ich treibe nach hinten weg. Aber weiter hinten ist es anstrengender. Aber an sich macht es bis jetzt riesen Spaß. Ist mal abwechslungsreich. Und ich denke, wenn man jetzt das eine ganze Stunde lang macht, dann bekommt man morgen schon einen leichten Muskelkater. Willst du auch was probieren? Ja. Yay! Steffi hat sich jetzt auch entschieden zu probieren, ein bisschen zu paddeln. Bis jetzt scheint das so, als ob es ihr auch Spaß macht. Ich finde es cool. Ich würde es, glaube ich, auch öfters machen, beziehungsweise würde es auch weiterempfehlen. Es geht, finde ich, mehr in die Beine als in die Arme. Dadurch, dass du irgendeine Körperspannung halten musst und mit diesen Wellen, dass du mit den Wellen sozusagen mitkippen musst. Weil wie ein steifes Brett oder wie ein Baum kannst du auch nicht draufstehen. Weil dann schwappst du nicht mit den Wellen und dann fällst du. Ja, ich find's gut. Steffi hat einfach langsamer gerudert, deswegen geht's bei dir auch nicht in die Arme. So kann man das auch betrachten. Ja, ich hatte kleine Probleme mit dem Vorwärtskommen. Also wenn man fährt, dann fährt man. Aber wenn man dann mal steht und sich dreht und dann wieder vorwärts zu kommen, ist es, finde ich, ein bisschen schwierig. Ja, also man musste sich dann erstmal gucken, wo fange ich jetzt das Paddeln an? Und dann dreht man sich schon fast einmal im Kreis, bis man dann endlich mal in Bewegung gerät. Ja, sehr interessant. Und wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann kriegt man das wahrscheinlich auch mit der Zeit ein bisschen besser hin. Ich habe nämlich auch die gleichen Probleme. Manchmal paddel ich in die falsche Richtung, dabei will ich aber in die ganz andere. Ja, Erfahrung geht über alles. Gerade hier. Ich habe in meinem Leben schon Surfen ausprobiert, ich habe in meinem Leben schon Skateboarden ausprobiert. Deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch etwas leicht, Gleichgewicht zu halten. Ich sehe gerade dahin zum Beispiel, ist noch eine ältere Dame, der fällt es ein bisschen schwerer aufzustehen. Bei mir hat es ja sofort geklappt, bei Steffi eigentlich auch. Obwohl ich nicht surfen kann und kein Skateboard gefahren bin. Einfach mal ausprobieren. Da ja heute unser letzter Tag ist, sind wir auf der Suche nach Souveniren. Beziehungsweise wir haben schon unsere Souvenire gekauft. Und Alex ist gerade noch auf der Suche. Ja, ich bin noch auf der Suche. Aber ich weiß, was ich will. Alex weiß schon, was er will. Wir haben ein paar Kleinigkeiten für unsere Eltern gekauft. Und das war's auch schon. Da habe ich leider vergessen, euch mitzunehmen. Ja, das, was auf dem Schild steht, ist das Motto des Monats.
haben sie für Arbeit. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie so ein typisches Geschäft in Sanur ausschaut. Ich suche was Spezielles, was Cooles, was mitbringen für den Sommer, der bald in Deutschland losgeht. Ja, ich habe mich jetzt von Alex ein bisschen influenzen lassen und ich glaube, ich nehme das T-Shirt auch. Ich finde es auch recht schön. Die Farbe passt zu mir. Jetzt vor allem, wo ich braun bin, sieht es perfekt aus. Also ich nehme es mal mit. Kostet 80.000. Sogar günstiger als im Laden. Also im richtigen Laden. Da war man gestern mal auch angeschaut. Da hat es 130 gekostet. 80.000 sind 5 Euro. Ja, circa 5 Euro. Also kann man nichts falsch machen. Ja, wir haben uns jetzt noch die T-Shirts gekauft, nicht als Souvenir, einfach für uns. Ich denke, ich werde zum Sport anziehen oder vielleicht einfach so zum Chillen. Normalerweise bin ich gar nicht ein Fan von T-Shirts mit irgendwelchen Aufschriften oder sonst was. Aber so ein Elefanten-T-Shirt habe ich mir gedacht, okay, wird eine kleine Erinnerung sein. Bis jetzt haben wir auch gar kein Souvenir für uns gekauft aus Bali als Erinnerung. Vorher war es immer so, wenn wir in einem Land waren, haben wir irgendwie eine Kleinigkeit gekauft. Auf Philippinen haben wir Carabao gekauft, in Sri Lanka haben wir die drei Affen gekauft, weil wir da das erste Mal richtige Affen gesehen haben. Genau, als Erinnerung. Und mit Namen haben wir uns Hüte gekauft und dann noch extra speziell angefertigte Stäbchen für uns. Und Alex ist jetzt weitergezogen, der will noch ein paar Kleinigkeiten kaufen. Wir gehen aber jetzt zurück zu unserem Hotel, weil wir noch ein Fazitvideo abdrehen möchten. Das kommt dann wahrscheinlich nach diesem Video. Und heute, wie gesagt, heute ist unser letzter Tag. Viel passiert nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt noch schnell das Video abdrehen, solange die ganzen Gefühle von unserem Urlaub noch recht aktuell sind. Steffis Tasche ist leichter geworden nach dem Urlaub, obwohl sie schocken war. Scheinbar ist es alles bei mir gelandet. Dabei war meine Tasche davor, ich glaube, um 4 Kilogramm leichter als Steffis. Komisch. Unser Boarding hat bereits angefangen. Das bedeutet für uns, dass in weniger als einer halben Stunde unser Flieger losgeht. Wir warten noch ein bisschen, bis die Schlange da hinten sich verdünnisiert hat, weil normalerweise stehen ja sehr viele Leute sich an und dann wartet man tatsächlich noch eine halbe Stunde, bis man überhaupt einsteigen kann. Das wollen wir vermeiden und gehen erst hin, wenn dann auch so weit ist. Ob wir jetzt als erstes ins Flugzeug steigen oder als letztes, macht normalerweise nichts aus. Also die Flugzeuge sind wirklich klein und überfüllt. Dann kann passieren, dass man dann seine Tasche nicht mehr unterbekommt, aber das wird hier nicht der Fall sein. Auf dem Hinflug war das Flugzeug halb voll. Und auf dem Rückflug wird das vermutlich jetzt auch so ähnlich sein. Zumindest hoffen wir das. Und ja, ansonsten ist unsere Reise jetzt zu Ende. Ich werde vielleicht noch in Taipei oder spätestens in Franken nochmal die Kamera einschalten. Aber viel zu berichten wird es vermutlich nicht zu geben. Hallo Freunde, mir ist gerade beim Schneiden aufgefallen, dass ich gar keinen Schluss aufgenommen habe, deswegen möchte ich das jetzt noch nachholen. Also die Rückreise nach Deutschland war problemlos, alles hat nach Plan funktioniert. Wir sind auch mittlerweile seit 4 Wochen da und ja, verlieren langsam unsere Bali-Bräune, aber gehen trotzdem noch fleißig Solarium, um ein bisschen Bräune zu behalten. Es werden jetzt noch 2 Bali-Videos folgen, zum einen Fazit von unserer Reise und zum anderen dann Tipps zu der Reise, was man alles bei der Planung und so weiter beachten muss. Also ziemlich gute Videos und anschließend werden dann erstmal wieder Fitness-Videos folgen mit Tipps zur Ernährung, zu Diät und so weiter und so fort. Und natürlich werde ich versuchen, ein paar mehr Vlogs in Zukunft einzubauen. Jetzt habt ihr ein paar Freunde von uns kennengelernt und die kann ich dann auch einbauen. Wird bestimmt gut. Anfang März geht es für uns erstmal für ein Wochenende nach München und die nächste große Reise haben wir noch nicht geplant. Aber wenn euch das Video gefallen hat und die ganzen Vlogs, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute. Bleibt fit, Leute. Ja, da sieht man gerade den Bizeps nicht so ganz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in